Wusstet ihr, dass es genauso viel Geldvermögen auf dieser Welt gibt, wie es Schulden gibt? Würden morgen alle ihre Schulden zurückzahlen, gäbe es kein Geldvermögen mehr. Das kommt dir seltsam vor? Du denkst, es wäre besser, wenn niemand Schulden machen würde? Aber wie soll das gehen? Klaus und Katrin handeln miteinander. Die Ausgaben von Klaus sind die Einnahmen von Katrin und umgekehrt. Will Klaus sparen, reduziert er seine Ausgaben. Hierdurch reduzieren sich zwangsläufig aber die Einnahmen von Katrin. Will sie ihre Ausgaben aufrechterhalten, muss sie sich in exakt der Höhe verschulden, in der Klaus sparen, also Geld horten kann. Tut sie dies nicht, so sinken die Einnahmen von Klaus und somit auch seine Ersparnisse. Das Geldvermögen von Klaus entspricht exakt der Verschuldung von Katrin. Dieser Zusammenhang gilt auch für eine gesamte Volkswirtschaft. Im Inland können drei Sektoren Schulden aufnehmen: die privaten Haushalte, die Unternehmen und der Staat. Zudem können Waren und Dienstleistungen an den Rest der Welt verkauft werden, so dass es auch grenzüberschreitende Ausgaben und Einnahmen gibt. Wenn ein Sektor mehr einnimmt, als er ausgibt, müssen alle anderen Sektoren in exakt gleicher Höhe mehr ausgeben, als sie einnehmen. Während der eine Sektor Geldvermögen bildet, müssen alle anderen sich in der Summe verschulden. Eine Volkswirtschaft als Ganzes kann also nur Geldvermögen bilden, wenn sich der Rest der Welt verschuldet. Dies ist in Deutschland derzeit der Fall, weil Länder, die mehr ins Ausland exportieren, als sie importieren, Nettoeinnahmen aus dem Rest der Welt erhalten. Private Haushalte, Unternehmen und Staat sind hier Nettosparer und der Rest der Welt ist der Schuldner. Doch was bedeutet dies für das Ausland? Im Rest der Welt wird mehr ausgegeben als eingenommen. Sollten die privaten Haushalte auch dort den Wunsch haben zu sparen, ist dies nur möglich, wenn sich Unternehmen und der Staat in der Summe so stark verschulden, dass die eigenen Ersparnisse sowie die des anderen Landes ausgeglichen werden. Häufig wird hierdurch der Staat zum Schuldner. So trägt der Exportweltmeister eine Mitverantwortung an der Staatsverschuldung seiner Handelspartner. Wie ihr seht, Geld zu verstehen hilft, die Welt zu verstehen.